zu einem neuen Video. Und natürlich muss ich in den ersten 2 Sekunden schon wieder rumkaspern. Heute soll es ein Video geben, was ich schon etwas länger aufschiebe, aber schon immer mal machen wollte. Nämlich geht es heute um unsere Bodenarbeit, beziehungsweise vor allem um die Freiarbeit. Nämlich um die Anfänge und die Voraussetzungen für die Freiarbeit, Vorübungen und alles, was man vorher beachten sollte, bevor man in die Freiarbeit geht. Das wird quasi so eine kleine Videoreihe. 2 Videos, eine ganz kleine Videoreihe. Im nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie unsere aktuelle Freiarbeit gerade so ist, wo die Probleme liegen, was unsere Lösungen dafür sind. Aber heute geht es erstmal in die Anfänge und dafür haben wir erstmal unser Equipment. Wir brauchen für die Freiarbeit am besten eine Gerte, die ist immer sehr, sehr praktisch, wie ein verlängerter Arm. Dann ein Bodenarbeitsseil, wenn ihr eins habt, das ist immer sehr praktisch. Und ein Knotenhalfter. Ja, und das war's eigentlich schon. Freiarbeit zu starten, ist immer, auch in der Bodenarbeit, einfach eine gemeinsame Grundkommunikation zu finden. Das bedeutet, ihr findet einen Weg, wie ihr euer Pferd belohnt, wie ihr es korrigiert und wie ihr generell einfach euren Willen übermittelt, also dem Pferd zeigt, was ihr von ihm wollt. Ja genau, und eine gemeinsame Grundkommunikation zu finden, ist immer der erste Schritt und auch der wichtigste, würde ich sagen, weil alles andere, ja, es baut dann einfach darauf auf. Wenn ihr dann einen gemeinsamen Verständigungsweg gefunden habt, ist es wichtig, dass ihr erstmal, bevor ihr Freiarbeit macht, oder ich würde euch empfehlen, bevor ihr anfangt mit der Freiarbeit, zuerst mal Führtraining zu machen, gerade mit Start- und Stoppüben, dass euer Pferd wirklich auf euch achtet, und Aufmerksamkeitstraining, auch an so einem langen Bodenarbeitsseil, deswegen das Bodenarbeitsseil, kann echt praktisch sein, bevor ihr dann wirklich das Pferd komplett frei macht. Und dabei ja einfach Start und Stopp üben, ganz viel Mein-Dein-Bereich, also euren Raum wirklich vertreten und einfach, ja genau, diese Art der Kommunikation und der Körpersprache nutzen und einfach quasi die Freiarbeit simulieren, als wäre es schon so. Wenn ihr mit eurem Pferd Führtraining macht, sind Belohnen und Korrigieren für uns die 2 wichtigsten Dinge, gerade bei Jungpferden. Das heißt zum Beispiel, wenn euer Pferd weitergeht, während ihr schon steht, einfach zurückschicken und ja, vor allem einfach immer viel, viel belohnen, wenn das Pferd was richtig macht. Das ist wirklich eine gute Motivation. Das nennt man übrigens positive Verstärkung. Das heißt, eher belohnen, wenn das Pferd was richtig macht, als ständig korrigieren oder bestrafen, wenn das Pferd was falsch macht. Mein Motto war übrigens, als ich mit der Freiarbeit angefangen habe, ausprobieren geht über studieren. Das heißt, erstmal herausfinden, wie gut euer Pferd die Freiarbeit schon macht. Und was ich euch auch empfehlen würde, ist, euch immer ein Ziel zu setzen. Wenn ihr also gemerkt habt, wie euer Pferd die Freiarbeit schon macht, immer für das Ende der Einheit so kleine Zwischenziele, ein kleines oder ein größeres Ziel setzen, wie weit ihr kommen wollt und was ihr erreichen wollt. Das ist eigentlich immer richtig gut und motivierend, wenn man so ein Ziel vor Augen hat. Und auch damit mehr Selbstbewusstsein auftritt, sodass das überhaupt funktioniert. Ziele wären zum Beispiel, sich einen kleinen Slalom aufzubauen und dann einmal frei im Schritt mit dem Pferd da durchzugehen oder einfach mal frei traben. Das wären so kleine Ziele, die man sich setzen kann. Wenn alles das funktioniert, wie ihr Führtraining gemacht habt und die Voraussetzungen geschaffen habt, dann in die Freiarbeit geht, dann ja, achtet einfach darauf, dass ihr nicht frustriert, wenn das Pferd sich abwendet, was manchmal echt schwer ist, aber dann einfach die Aufmerksamkeit wieder auf euch ziehen, ja, und einfach mit Selbstbewusstsein auftreten und vorgehen und einfach schauen, was passiert. Da muss wirklich jeder einfach dann einen Weg für sich finden.
Wichtig ist aber, weil den Fehler habe ich am Anfang auch ganz oft gemacht, nicht frustrieren, wenn das Pferd sich abwendet, sondern einfach versuchen, die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken und dann weiterzumachen. Außerdem kann man mit der Freiarbeit sehr gut das Spielen verbinden. Das heißt, das Pferd mit Spaß einfach an das freie Arbeiten gewöhnen und aufpassen, dass das Pferd nicht zu lange sich konzentrieren muss. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss, weil die Snoopy hat hier echt schon über eine Stunde jetzt durchgehalten, was eigentlich viel zu lange ist. Also einfach aufhören, wenn was gut geklappt hat und dann, ja, Schluss machen. So, ihr Lieben, die Snoopy darf jetzt zur Belohnung noch ein bisschen Gras fressen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen Übungen, Voraussetzungen zeigen, bevor man mit der Freiarbeit anfängt. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Hier findet ihr zwei weitere Videos aus den letzten Wochen auf Snoopy drauf. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen, auch über Feedback unter meinen Videos. Und genau, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!